Herzlich willkommen auf 1000kreuzfahrten.de, dem Bewertungsportal für Kreuzfahrtschiffe. Mein Name ist Anna Risch und ich stehe hier gerade am Hamburger Hafen, wo die AIDA Sol angelegt hat. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, um ein paar Videobewertungen einzuholen. Ah, wir waren in Kopenhagen, anschließend waren wir in Oslo und da haben wir auch Landgänge gemacht und alles. Ja, und dann sind wir zurückgefahren über die Nordsee nach Hamburg, also hier. Wie hat Ihnen die Reise auf der AIDA insgesamt gefallen? Schön. Ja. Das ist kein Mann von großen Worten. Und wie hat Ihnen die Reise insgesamt gefallen? Insgesamt war sie sehr, sehr schön. Der Windgang am letzten Tag war nicht so prickelnd, aber sonst war es okay. War sehr schön. Also sehr gut, bis auf gestern hatten wir sehr viel Seegang. Ach ja, ganz schön. Bis auf der letzte Tag, der war leider etwas stürmisch und der Seegang etwas kräftig. Ja. Das haben wir persönlich nicht so gut vertragen. Sehr schön. Wie jeder AIDA-Reise. Also mir hat sie sehr gut gefallen. Also allgemein war es auch richtig cool. Sehr gut. Wir waren wirklich zufrieden, kann man sagen. Mit allem drum und dran. Wie war der Service an Bord? Auch sehr gut, ja. Also besser geht's, glaube ich, gar nicht. Stimmt. Und wie war der Service an Bord? Sehr gut, wie immer. Und die Kabinen, haben Ihnen auch gut gefallen? Ja, erst nicht so wirklich, aber dann haben wir uns dran gewöhnt. Wie immer perfekt. Und wie hat dir der Service an Bord gefallen? Sehr gut. Und die Kabine? Auch sehr gut. Wie waren Sie mit dem Service zufrieden? Alles sehr gut. Sehr zuvorkommend alles. Mit den Kabinen auch oder gibt es da Kritikpunkte? Nö, das war auch gut. Wir hatten gut Platz. Die waren schön, auch sauber, zweckmäßig. Alles perfekt, alles gut. Kabinen waren super, sehr bequem, geräumig, sauber, also... Einmalig. Ja, einmalig. Wie war der Service an Bord? Gut. Also wie die Ameisen liefen da alle rum, haben überall geholfen, war sehr gut gemacht. Und die Kabinen? Auch ordentlich. Ordentliche Betten, konnte man gut drauf liegen. Ja, diese Freundlichkeit, diese Sauberkeit auch von den Mitarbeitern und einfach schön. Also super, das Theater war groß, es war sehr viel los abends, am Tag auch. Wir hatten am vierten Tag Seegang, es war allgemein sehr schön. Was war Ihr schönstes Erlebnis auf Ihrer Reise? Ja, was war das Schönste? Ja, das war die erste Kreuzfahrt für uns und das war eigentlich das Schönste. Hoffentlich nicht die letzte. Ja, das hoffen wir. Nee, das war ja eine Schnuppertour. Ja. Wir wollen ja jetzt weiterfahren. Wo wollen Sie denn hin? Ja, wahrscheinlich zum Nordkap irgendwann. Nordkap hoch, Mittelmeer. Ja. Mein schönstes Erlebnis. Was war mein schönstes Erlebnis? Ja, ich kann das gar nicht so beschreiben, war alles schön. Also ich sag mal, rundherum gut zufrieden. Was war denn das Beste? Keine Ahnung. Vielleicht die Lasershow gestern Abend? Ja, eigentlich war alles ganz cool. Ja, es gab sehr viel Theater. Es war alles auch sehr gut. Spielcasino. Oh. Essen. Essen, ja. Es waren besondere Sachen, die möchte ich hier aber nicht erzählen. Mein Kollege hat das Zimmer nicht wieder gefunden. Und die Tour, die ging ja durch Oslo und durch Kopenhagen. Was hat dir da am besten gefallen? In Kopenhagen die Stadt. Ich war schon zweimal in Kopenhagen, aber ich gehe dort immer wieder gerne shoppen. Habe ich nie gesehen. Doch, Kopenhagen, ja, wir haben eine Schiffstour gemacht in Kopenhagen. Und in Oslo sind wir dann so in der Stadt, haben eine Sightseeing-Tour gemacht. Highlight bei den Landgängen war sicherlich mal durch die Stadt zu gehen und ein paar andere Städte kennenzulernen, wo man sonst nicht so schnell hinkommt. Also wir waren auch bei der kleinen Meerjungfrau, die war allerdings sehr klein, Bronzefigur auf dem Stein, kann man sagen. Und ja, sehr schön war auch der Palast in Kopenhagen. Ja. Ja, in Kopenhagen, die Schiffstour, die war sehr schön und Oslo mit dem Seasighting durch den Ort, das war schon schön. Also alles war sehr schön organisiert, also wenig geschlafen und dann, obwohl gestern habe ich den ganzen Tag geschlafen, also dementsprechend. Nein, also war alles rundherum war ganz schön. Und haben Sie irgendwelche Kritikpunkte? Gar nicht, nein. Überhaupt nicht. Und hast du irgendwelche Kritikpunkte? Nein, eigentlich nicht. Es ist toll. Der Seegang. Der Seegang, ja genau. Den müssen wir beim nächsten Mal abstellen. Ansonsten alles gut. Das Stabilisierungssystem ist noch nicht ganz ausgereift. Beim Einchecken hat alles geklappt, Auschecken, Bezahlung, keine Reklamation oder irgendwie sowas. Nee, war wirklich
wie gesagt, wenn man achtmal fährt, dann, also wir wurden auf keiner Reise bis jetzt enttäuscht. Und haben Sie irgendwelche Kritikpunkte? Eigentlich haben wir keine, weil wir das siebte Mal auf dem Schiff sind. Ja, AIDA, immer mit AIDA, ja. Nein, was machen wir, eine neunte Reise mit AIDA? Und wollt ihr nochmal auf ein Schiff? Ja, klar. Ja, unbedingt. Wenn wir die Chance dazu haben, ja, gerne. Die ist einfach toll. Ich fahre immer wieder gerne mit. Sind sehr zufrieden. Ja, also immer wieder gern. Ich grüße alle meine Freunde und alle, die mich hier noch sehen. Alles Gute. Vielen Dank für das Interview. Das war es auch schon wieder mit den Videobewertungen von 1000kreuzfahrten.de, dem Bewertungsportal für Kreuzfahrtschiffe. Weitere Videobewertungen finden Sie auch auf 1000kreuzfahrten.de. Mein Name ist Anna Risch, bis zum nächsten Mal.